Du darfst heute wieder anfangen. Achso, da, ja, ach stimmt, ja, das hast du angefangen. Hallöchen, Leute, und willkommen zu Pokébox. In Soviet Russia, Pokémon catches you. Und jetzt hast du mir den Teil weggenommen, den ich doch sagen wollte. Aber ich darf ja auch nochmal begrüßen. Ja. So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Y, beziehungsweise zu Pokémon Soviet Russia Version. Wir spielen heute mit Wodka. Da. ja, wir hauen uns, denn wir sind jetzt beide nach der dritten Arena. Das läuft echt gut bisher mit unserem Timing. Ich bin etwas überrascht, ja. Ich musste zwar jetzt nur eine Folge machen, damit ich auch nach dem Turm bin, aber ich bin zwar jetzt auf der Route danach. Was soll's? Ja, ich meine, ist das Gleiche, ne? Ja, wir sind ja fast immer gleich auf. Ja, richtig. Die 16 Level, die ich jetzt noch aufgestiegen bin, ach. Meine Pokémon sind alle schon Level 100. Was ja nichts bringt, wenn zurückgestuft. Nein! Ja, bis auf Attacken, ne? Das stimmt, ja, das bringt dann in der Tat etwas. Ja, aber schauen wir mal, wie es heute ausgehen wird. Ja, und was der heutige Hashtag sein wird vor allem. Ja, also ich hab toll, das Obligatorische. Oh Moment, da muss ich auch nochmal. Das Problem ist, ich habe immer nicht so wirklich den besten Zugriff auf den Touchscreen, während ich aufnehme. Ja. Weil ich meinen 3DS immer unterm Tisch habe. Die Sache ist übrigens, danke für das wunderbare Toll. Ja. Die Sache ist, wir hätten von Anfang an tatsächlich einstellen können, dass wir nicht alle Level 50 sind, aber ich würde sagen, wir haben jetzt so angefangen, wir ziehen es jetzt einfach mal knallhart durch. Ja, würde ich auch so sagen, weil ansonsten haben wir da echt zu viele Schwankungen, glaube ich. Ja. Ich meine, im Durchschnitt werden wir immer das gleiche Level haben, aber bei den Einzelnen ist es halt... Weil irgendwie, wenn man auf die Regeln auf streng stellt, was wir ja jetzt gerade nicht machen, dann wird das Level wohl nicht angehoben, verstehen wir den Sinn dahinter, aber es ist so. Okay. Ja, wie, whatever. Ja, was auch immer. Hauptsache, dann, wir können uns jetzt aufs Maul hauen, Mann. Genau. Also ich dir. 3 KP mit Flinkklaue bitte diesmal. Ja, beides. Gott. Dann schauen wir mal, ich trinke derweil mal was, ganz gelassen. Oh. Ja, meine Datenübertragung wird ausgeführt, steht da. Ja, meine auch. So. Kampf beginnen. Ich ahne ja Furchtbares. Ich habe dein Team noch nicht gesehen, aber... Mal gucken, ob ich recht... Ja, ich verhalte recht. Das habe ich schon fast gedacht, dass du mir irgendwelche Mega-Viecher ins Gesicht werfen willst. Natürlich, wenn ich das Ding schon habe. Und Lucario, hör mal. Ja, das könnte etwas kritisch werden. Das ist fucking Lucario. Für mich. Ich hab jetzt schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Das ist übrigens nicht überzogen, das meine ich vollkommen ernst. Ja, weil ich weiß, dass Mega-Viecher gern mal ein ganzes Team auseinandernehmen können, wenn sie gerade lustig sind. Ja, das stimmt. wobei es auch nur die Standardattacken hat, die ich bekommen habe, halt nach dem Turm. Also ich habe ihm nichts Besonderes jetzt beigebracht auch. Ja, aber... Machen wir mal so. Warum mache ich das über den Touchscreen? Der ist so schlecht erreichbar für mich. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Dann let's go! Let's go! Let's go! Was ist? Ich hätte gerne ein paar epische Explosionseffekte, wenn das Was ist reinkommt. Ja. Eine amerikanische Flagge und ein Seeadler, der dran vorbeifliegt. Mindestens. Und schon fast husten. Ja. Bombs! Rülpst du ihn nicht an? Vor allem die Augen von dem Ding, ne? Hat es überhaupt Augen? Ja, irgendwie nicht so ganz. So halbe. So, schauen wir doch mal, was wir da gegen dich jetzt ausrichten werden. Ich wäre dafür, dass du gar nichts gegen mich ausrichtest. Was hältst du davon? Das kann ich leider so nicht zulassen. I don't like it! Das ist aber auch ganz schön große Chefrum, merke ich gerade. Ja. Und auf Höhe wie dein Panda. Du mit deinem verkackten Überkopfwurf. Es geht schon wieder so los. Ich krieg einen Anfall. Wie ist so denn? Was ist denn los? Ich mag den halt voll. Ich merke das schon. Der Panda guckt mich echt so an, als würde er sagen, pass auf du. Pass mal auf, Schätzlein. Ganz egal, wie der Kampf ausgeht. Du hast noch Schmerzen später. So. Also, dem Panda traust du zu, dass der nachts an dein Fenster klopft und einfach nur reinguckt mit genau dem Blick.
den Worten, Junge, jetzt bring dich um, du. Jetzt gibt's aufs Maul, Schätzlein. Kling, 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 kling. So. Ist das wirklich deine Meinung dazu? Ja. Das kannst du jetzt eigentlich nicht ganz bringen, finde ich. Finde ich persönlich jetzt. Das geht so nicht. Du musst das ja mal aus der anderen Sichtweise betrachten. Nee. Ich verstehe. Wir verstehen uns. I see, I see. Ich habe ein Déjà-vu, das läuft genauso wie beim letzten Mal. Wahrscheinlich. 2 KP wieder überlebt oder so. Was? Ach, hier fliegt der fucking Beul, ey. Ich vergesse das Teil immer. Wow. Wow. Wow, das war ja gar nichts. Ne? Was zur Hölle? Es hat ein bisschen trainiert, wie du siehst. Was zur Hölle? Aus einem Schwert macht 2. Das ist doch Irrsinn. Ja, Beulenhelm, ich weiß, ganz toll. Okay. Au. Das kann man da jetzt nehmen. Da-di-da-dam. So, ist schon mal der aus dem Weg, der mir das letzte Mal alles gekillt hat. Am Ende. Dragon. Verbindung wird hergestellt, bitte warten. Okay. Chuck Norris, du. Oh, ah, oh, mon Dieu. Ja, das ist jetzt also deine Entscheidung, ja? Ja, ganz offensichtlich. Muss ich persönlich jetzt nicht so ganz gut finden, hoffe ich. Also, ist okay, wenn ich das schlecht finde, oder? Ja, ja, ist vollkommen okay. Dann finde ich dann wiederum gar nicht mal so blöd, eigentlich. Ich rate mal ganz schwer, was jetzt kommt. Oh, wer hätte das erwartet? Ich hab nicht. Nein! Dein Lucario ist digitiert! Chuckario, Loris, Lu. What? So, ich hab das schon gerechnet mit Typen tun, aber ich hoffe. Achso, stimmt, okay, mehrere Treffer. Nein! Stopp! Stopp! Komm! Stopp! Nein, verdammt! Dokles wird umbringen! Bang, bang! Oh, oder auch nicht. Dokles wird fast. Ja. Wird fast netzen, gell? Ja, was mach ich denn da jetzt nicht? Das Ding sieht so badass aus, ne? Guckt einen echt so an. Weißt du übrigens, nur mal so kurzer Funfact, dass Mega Lucario einer der ersten ist, die vorgestellt wurden. Ich dachte ja eigentlich, der kommt nicht zurück im neuen Smash Bros. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Na, schauen wir mal. Ja, natürlich haust du da einen Volltreffer raus. So ein Drecksack, ich möchte, ne, gerne Blut sehen. Ja, ich seh schon. Schade. So. Du. Mir gefällt das gar nicht so gut, was du hier mit ihm machst. Das ist, das glaube ich dir sogar, dass du das nicht so gut findest. Blut, au! Das ist so traurig von so einer niedlich aussehenden Attacke. Weil er hält ja alles wirklich aus. So ein Mega-Lucario haut mit Knochen immer wieder auf seinen Schädel ein. Und dann kommt so ein kleiner so. Tot. Flop. Flop, tot. Joa, dass das Ding jetzt nur 3-mal getroffen hat. Also wenn es 5-mal getroffen wäre, wäre ich definitiv down gewesen. Oder wenn der 4. ein Volltreffer geworden wäre. Ja. Kennst du mich noch? Yeah. Dieses Duell haben wir schon ein paar Mal gehabt jetzt, oder? Zwischen den beiden. Weißt du? Zwacken. Das kommt jetzt. Oh. Nein, das hatten wir auch schon mal. Nur warst du da noch ein bisschen kleiner. Minimal kleiner. Ja. Oh, er hat Surfer. So gespoilert jetzt quasi. Macht, ja. Oh Gott, es gibt Surfer im Spiel. Surfer? Das ist voll blöd, ey. Diabo. Scheiße. So schön, ey, wie groß das Vieh ist. Das nimmt dich in deiner Hand. Eine deiner Fäuste ist so groß wie am Fizzle. Ja, natürlich, die Flink laufen wieder. Hä? Sieht aber in dem Fall nichts. Achso, Überkopfwurf. Okay, alles klar. Trotzdem. Ey, die hab ich voll gebohrt. Ja! Verdammt! Alter!
Das tat jetzt ein bisschen weh. Oh, jetzt hätte doch die Flinkklaue sich ruhig nochmal aktivieren können. Muss ich jetzt nicht haben. So. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Ah, sehr schön. Oui, oui. Ah, oui, oui. So sehen wir uns wieder. In der Tat. Au, au, au. Au. Oh, wow, das war etwas weniger als erwartet. Trägst du etwa einen Evoliten? Ja. Aha. Jetzt weißt du schon mal, was mein Duokles tragt. Ach so. I see. Das hat mir ein bisschen viel ausgehalten, das Ding. Das habe ich, ja. Das war gerade so zur Hand, ne? Ja. Sehr gut. Boah, ich könnte jetzt voll Epic Duel of Doom machen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Epic Duel of Doom, ja. Das ist schlimm geschrieben, ich weiß, das habe ich mir ja ewig lang überlegt. Dann schicke ich mal den Boss wieder ins Rennen. Den Boss. Den Boss. Den B-O-Z-Z. Wow. So. Anzahl benutzter AP Plus. Warum? Ich frage mich immer noch. Einzige in die Rubeshalle. Wie? Rie, du auch noch nicht? Nee, irgendwie nicht. Ich wohne übrigens hier in Deutschland. Du hast noch Floette, Rotena und irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Lass mich doch mal nachdenken. Ich komm nicht drauf. Ich will nicht wissen, wie viel ausgebrütet da ja schon bei meiner X-Version steht. Ui, ui, wurde von DK zurückgerufen. Ja. Pack mein Kaffee wieder aus. Ja, stimmt, der Amarino, den hab ich jetzt vergessen. Ich kotze mich jetzt voll hier. Oh Gott. Vor der Angeber. Schauen wir doch mal. Ha! Damals war ich doch langsamer. Gott, verdammt! Ja, damals warst du langsamer, in der Tat. Ein bisschen. Was zur Hölle? Das Ding ist mir ein bisschen schnell. Gefällt mir nicht. Überraschend, ja. Es hat etwas zugelegt, scheinbar. So. Das sieht gar nicht mal so gut für mich aus. In der Tat, das ist gerade etwas... Bam. What the f... Balki. As hell. Ach ja, Beulenhelm. Ah. Au. Kriegt das Ding keinen Schaden? Könnte vielleicht daran liegen, dass ich gerade meine Verteidigung erhöht habe. Ach stimmt, ja, da war ja was. Ich vergaß. So nah. Also das hast du in der Tat getan. Bestimmt. Ich glaube, ich habe eine Idee für ein Battle. Pass auf. Jetzt kommt mein stärkstes Pokémon. Okay. Und mein gefährlichstes. Du könntest aufgrund seines Anblicks wahrscheinlich erblinden vor Kraft. Die denn? Was ist das denn? Au! Was ist das denn? Es ist klein! Und dick! Es ist wirklich sehr klein, ja, das stimmt. Es ist so klein wie du ungefähr, oder? Also wie Floette hier. Guck mal so, ein bisschen, ja? Ja. Eine Blume. Ein Zwergenbattle! Oh, wow! Bangenrubbler. Was für ein Volltreffer. Ja, natürlich. Ja, das sein. Paralysiert immer. Was zur Hölle? Was ist das für ein blöder Nende? Ach, oh, Mann. Ich glaube, ich weiß schon, warum du das dabei hast. Wie? Kannst du mir das erklären? Verstehe ich nicht. Ach, das hat... Das ist doch verarscht, Mann! Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Das ist eine wunderbare Fähigkeit. Okay. Parabolladung. Macht dir unglaublich viel Schaden. Alter, was ist das für ein Drecksviech? Oh, Bong. Das kann noch dauern. Ja. Etwas. Das ist echt so ein Pokémon, das einfach nur da ist zum Nerven, ne? Ja. Um dich mal aufzuklären, das ist quasi das typische... Hallo, ich bin ein Elektro-Nager. Ich
Der ja. Nachfolger von Emolga und Pachirisu und Plus und Hino und Pikachu und Pichu. Ja. Also. Na, oh Gott! Zieh es doch in die Länge! Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und jetzt noch ein Schutzschild kommt. Okay, danke. Das wäre jetzt eigentlich recht cool gewesen, ja. Aber ich habe leider kein Schutzschild. Sonst hätte ich es gemacht. Oha. Yay! Okay, gib her. Du wolltest ein Epic Battle. Au! Gib das. Mein. So, meiner. Das finde ich jetzt nicht so nett. Du Gott. Das Problem ist, ich glaube, du hast mit deinem Wunsch schon insgesamt ein bisschen mehr AP als ich mit meiner Parabolado. Ja, das Problem ist, dass die jetzt mächtig viel Schaden macht. Ja. Was ich nicht ganz einkalkuliert habe. Parabolik. Parabolik? Ja. Oh, wow. Hätte ich jetzt noch mit einem KP überlebt. Danke für aber es war ja ein Volltritt. Ja. Oh, wow. Da-da-da-da-dam. Ja, der Starplayer hier auf jeden Fall deine Schwerter, Mann. Ja, in der Tat. Was zur Hölle? Du hast dann jetzt die Ehre, dir wieder einen Hashtag auszudenken. Ja. Keine Ahnung. Schwerter. Dreckshamster. Okay, Dreckshamster. Oh, jetzt weint es. Aber es freut sich doch gleichzeitig. Ja. Weil so ein Titel muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Das stimmt. So gut. Ja, hier, wie heißt du, Kles? Ja. Ziemlich heftig, meine Herren. Da übelst du. Ich bin froh, dass ich ihn noch den Evolit gegen habe vor 2 Parts. Oder 3. Ja, das glaube ich. Sonst Baden. Wäre der Knochenhatz tödlich gewesen. Ah, oh, dass das Ding aber auch nur 3-mal treffen musste, ne? Ja, wie gesagt, also 4. Volltreffer oder bis zu 5 wäre böse gewesen. Dann hätte ich nämlich ein bisschen Probleme gehabt. Wahrscheinlich wäre mein einziges... Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten. Okay. Sehr gut. Das einzige Pokémon, was nämlich wahrscheinlich schneller gewesen wäre bei mir, wäre vielleicht Deden, wobei das nicht viel hätte machen können. Ja. Oder Verschissel. Ja, ich hätte mit Lucario ordentlich aufräumen können. Ja, also die einzigen Hoffnungsträger, die ich noch hatte, wären Amphizzle, weil schnell. Mhm. Oder Chefrum, weil, ja, du hast eben gesehen, der hält nicht sowas aus. Weil geht nicht kaputt. Aber die anderen? Ah, ich weiß ja nicht. Du Texto wäre tot gewesen, Deden auch. Und Psyogon? Wahrscheinlich auch. Ja, cool. Ja. Das nächste Gefecht nach Arena 4, wenn das so bleibt wie jetzt. Ja, wann, macht, auch, ne? wann auch immer das stattfinden wird. Ich weiß jetzt noch nicht, wie weit die Arena 4 weg ist. Aber ich meine, Arena 3 und Arena 2 war jetzt gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Ja, ich sag mal, rechne mit Ähnlichem. Okay, also werden die Wege jetzt kürzer, ja? Wesentlich, ja. Ah, der längste Weg ist von 1 bis zu 2. Ja, das war ja... Das war schon ein bisschen affig. Etwas. Also das nächste Duell, ja, vielleicht so also irgendwie Anfang der 30er-Parts. Okay. Wahrscheinlich, schätze ich mal. Ja, bin ich mal sehr gespannt, was da wieder auf mich wartet. Ja. Ob ich erstmal wieder auf den Sack kriege. Ja, ist ja außergewöhnlich jetzt. Rein theoretisch müsstest du das nächste Mal wieder gewinnen. Ja, das stimmt. Dann bleibt das hat so das, Liga... Das hat schon jemand in den Comments gesagt. Ja, und dann nach der Liga nochmal so das epische letzte Battle. Das Final Battle quasi auf Doom. Ja. Voll gut. Na, schauen wir mal. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns wieder in einer halben Stunde bei, ich weiß jetzt leider gar nicht, welcher Part. Beim Part halt. 12. Beim heutigen Part, ne? Genau. Und wir sehen uns dann auch dann in Part 12. 1000. Da muss ich kurz einen ganz kurzen Schlag aus meinem Leben erzählen. Als ich das letzte Mal mit der Bahn gefahren bin, hatte ich einen Bahnmitarbeiter, der eine Vogel abgeschossen hat, der zu 12, nämlich 12 sagte.
12? 12, ja. Okay, dann sehen wir uns um 12 O'Clock. 12 O'Clock. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Goodbye. Thank you for watching our buttless von Pokémon. Ja. Genau. Tschüss. Ciao.